Und wie angekündigt bin ich jetzt beim zweiten Weg und werde mir mal ansehen, was hier ist. Nur ein Typ ist hier klasse. Wenn du die VM Surfer hast, dann kannst du diesen Fluss überqueren. Also kannst du dir weniger Zeit lassen, hier zu verlassen. Ja, und deswegen, wegen diesem einen Satz, bin ich jetzt den gesamten Weg zurückgelaufen. Ist das euer verdammter Ernst? Oh, das ist ja so wichtig gewesen. Und ich habe jetzt schon deswegen einen kompletten Schutz verschwendet. Ist das klasse. Naja, was soll's. Ah, jetzt haben wir hier eine tolle X-Attacke, die ich niemals benutzen werde. Da, da, da. Oh, was ist das denn hier? Dieser Baum könnte ein Pokémon haben. Oh, oh, ein mysteriöser Baum. Interessant. Hi. Es ist eine Sackgasse hier. Nein, das glaube ich dir nicht. Wenn jetzt eine Sackgasse wäre, dann weiß ich ja gar nicht, was weitergeht. Ich bin gelangweilt, also können wir kämpfen? Ja, können wir machen. Wenn du mir dann sagst, dass es keine Sackgasse ist und ich hier weiterkomme, gerne. Oh, Griff. Ja, ihr seht den Schildock auch mal von hinten. Ist es nicht atemberaubend? Ich find's ziemlich hässlich, muss ich sagen. Vor allem dieses komische schwarze oder dunkelblaue Etwas da, was an seiner Backe dranhängt oder an seiner Wange. Das sieht total dumm aus, ey. Wie so eine Kriegsbemalung. Oh, ich ziehe jetzt in den Krieg hier gegen die Pokémon. Da, 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 bitte da. Level 17, also lobe ich mir das. Ich könnte mir auch überhaupt kein weiteres Pokémon übrigens fangen, weil die alle so oft so einem niedrigen Level sind. Die sind hier, was weiß ich, auf Level 9. Die würden Pokémon, was nützt mir das denn? Dann müsste ich die ja Ewigkeiten trainieren, damit sie aufs Teamniveau kommen. Das ist doch blöd. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt tut das Ladybug so, als ob ich Angst kriegen müsste. Das hast du leider nicht geschafft. Oh nein. Und was macht ihr heute noch so? Ich trinke jetzt einen Kaffee während der Zeit, in der ich hier angegriffen werde. Ah. Da, 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 da. Water gun und tschüss. Ich sage, das Ende des Kampfes schon voraus, bevor es da war. Ich habe gesagt, und tschüss, obwohl ich noch nicht mal wusste, ob es Ladybug wirklich sterben oder tot ist. Oder nein, nicht tot, sondern besiegt. Das war funny. Ja, das glaube ich dir. Wenn du hier bleiben willst, was? Möchtest du hier bleiben und meine Kompanierte schützen? So, guck mal, ob das hier wirklich eine Sackgasse ist. Ja, das ist eindeutig eine Sackgasse. Ich bin mir sicher. Oh, da oben geht's nicht weiter. Hi! Wenn du Kiefer-Pokémon zur Schule bringst, dann wirst du bestimmt populär werden, sofort. Dieser Stelle war ein bisschen komisch, ja, aber ihr kennt das ja mittlerweile von mir, dass ich im Spontanübersetzen, während ich gleichzeitig noch mich aufs Spiel konzentrieren muss, gar nicht mal so gut bin. Aber wie gesagt, probiert das mal selber aus. Probiert mal Texte zu übersetzen, während ihr spielt und irgendwie kommentieren müsst. Ich habe mir nämlich meine Aufnahmen mal angeguckt von den letzten Parts, so, ne? Und ich habe mir echt gedacht, was hast du denn da teilweise für einen Blödsinn übersetzt? Ich erinnere gerne an die eine Szene, wo eine Frau gesagt hat, möchtest du etwas Begeisterung in mein Leben zaubern? Was hab ich da übersetzt? Möchtest du etwas Begeisterung in mein Gesicht zaubern? Ich habe live mit Gesicht übersetzt. Was? Das kommt aber auch nicht nur davon, dass ich, in der Spontanität schlecht übersetze. Ich kann nicht so populär sein, wenn ich verliere. Sondern das liegt auch daran, dass ich die Texte immer so schnell durchklicke und deswegen gar nicht genau lese, was da überhaupt steht. Wenn du ein großes Käfer-Pokémon hast, werde ich Leute respektieren. Ja, und wenn ich ein lustiges Item habe, nämlich einen Paraheiler, dann werden mich Leute auch respektieren. Ja, bestimmt. Oh, ich habe den mächtigsten Paraheiler überhaupt, ey. Oh. Und jetzt habe ich erstmal den Schutz aus. Oh, ich hatte noch 3 Schutz. Jetzt müsste dieser Wald aber langsam mal ein Ende finden. Das wäre ganz gut. Ah, ja, es ist wirklich eindeutig eine Sackgasse, wie der Typ gesagt hat. Gute Idee. Wir erinnern uns vielleicht, oder vielleicht bin auch nur ich es, hier soll der Blumenladen sein. Das könnte schon der sein, wo eindeutig eine Blume oben drauf ist. Und da ist auch so eine leere Saarstelle. Aber hey, wer bist du denn? Bist du ein Dreh? Ja, bist du natürlich. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Ja, du hast ja auch keine Käfer-Pokémon, die dich in der Schule instant beliebt machen. Aber ich weiß auch nicht, wer du bist. Das war kein Kompliment, das ist dir hoffentlich klar. Also wenn das jetzt irgendeine Form eines Kompliments sein sollte, dann hast du ordentlich verkackt. Quack. Wow, ich hatte sogar recht, das war Dribie-Kombi ist. Das ist ja einer der seltenen Momente, wo ich mal recht habe mit einem englischen Pokémon-Namen. Oh. Windstoß! Mit lächerlichen 3 Schaden.
bin schon gespannt auf den nächsten Arena-Kampf. Ob ich da auch dann wieder so komische Momente erlebe. Aber eigentlich mit... Das ist ein schöner Ruf. Mit zwei entwickelten Pokémon sollte das eigentlich leichter werden, der nächste Arena-Kampf. Oh, das ist Blutsauger oder... Was ist das? Leechschleife? Ist das Blutsauger? Oder gibt es da noch eine andere Form für Käfer-Pokémon? Ja, bestimmt ist das einfach nur Blutsauger. Und nicht. Oh. Was ist das? Ist das Zornklinge? Oder was? Oh Gott. Mach schnell weg. Das ist auch so ziemlich einer der längsten Pokémon-Rufe, die es gibt, oder? Oh, B! Wir machen dafür weg. Tail. Komm, dann habe ich ganz viele verschiedene Angriffsattacken. Ich will den Status eines Gegners gar nicht verändern. Ich will einfach nur mit möglichst vielen Pokémon-Attackentypen angreifen können. Du bist sehr stark. Danke, danke, danke. Ich habe mir Bestes gegeben. Ich fühle keine Reue. Das ist immer gut. Und da haben wir noch so ein Verschneider-Ding, was ich nicht benutzen kann. Was ist das? Geben wir erstmal den Blumen dann leider um nicht. Oh! Die Blume war. Der Bärenstrauch war so stark, dass er den Schutz instant hat aufhören lassen. Vielleicht hätte ich nicht einsetzen wollen. Es scheint Nebenwirkungen zu haben, diese Beeren einzusetzen. Was haben wir hier noch Schönes? Chesto-Beeren. Ja, die sind Beeren, die man sich auf die Brust reiben kann. Dann hat man eine schöne Chest. Schöner. Blumenladen. Hallo, Blumenladen. Das ist der Blumenladen. Dein Name ist Drängi. Das ist ein schöner Name. Möchtest du? Nein. Und, oh, warte mal. Wenn ich jetzt ja gesagt hätte, hättest du mir bestimmt die Chili-Kanne gegeben. Ja, oder? Nein, das ist bestimmt die andere Frau da oben. Das ist bestimmt die andere. Ja, la, 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 la. Oh nein! Hör auf, mich voll zu reden. So, du gibst mir die Blumenkanne. Ja. Beziehungsweise die Walmeerkanne. Das ist 1 zu 1. Absolut 1 zu 1 das Blumenladengebäude, wie es auch im Original war. Cherry Berry. Deswegen bin ich mir auch ein bisschen zu schade, die Texte vorzulesen. Die sagen eh nur irgendwas mit Beeren und Blumen und das ist nicht sonderlich interessant. Ich will mir nur mal die Walmeerkanne angucken, die sieht lustig aus. Oh, ich bin ein Walmeer mit einem lustigen... Das Schöne ist, das Loch, wo das Wasser dann rausfließt aus der Kanne oben, das ist ja das quasi dieses... Wie nennt man das Loch bei Walen? Wie nennt man das? Atemloch? Nein. Was ist, wie nennt man dieses Loch? Ausschussloch? Nein. Egal. Kennst du mich? Ach nee, kennst du das? Seht ihr? Genau das meine ich! Genau das meine ich! Diese spontane Übersetzung, wo man sich den Satz gar nicht erst richtig durchliest und irgendwas übersetzt einfach nur. Kennst du das? Oder kannst du das? Du kannst 2 gegen 2 Kämpfe haben, auch wenn es nicht mit einem anderen Trainer ist. Wenn du die... Gibt es hier sowas wie Smaragd oder was? Dass man quasi in 2 Trainer gleichzeitig reinlaufen kann, oder habe ich das jetzt falsch übersetzt? Das ist ja cool, wenn es sowas gäbe. Das habe ich in Smaragd richtig gemacht und das gab es für mich bei keiner anderen Edition, oder? Was? Viele Skyscraper, also viele Wolkenkratzer. Oh, wir kommen in eine große Fancy-Stadt, ey. Wer bist du denn schon wieder? Hilfe, bist du ein Trainer? Unser Center wurde von Team Magma angegriffen. Der Arena... My Gimli, ach so, es ist... Ach, das ist dieser Typ, der immer in der Arena steht vorher. Mein Arena-Leiter ist nicht hier. Das klingt irgendwie lustig, oder so, wie als ob sie eine Beziehung hätten. Oh, mein Arena-Leiter, meine große Liebe ist nicht hier. Ich brauche deine Hilfe, um sie rauszuwerfen. Kein Grund, mit 180 km/h hier nach links und rechts zu laufen. Wir sind in Playpix City. Haben wir überhaupt eine Karte? Fällt mir gerade mal ein. Es gibt keine Karte, die man selber mitnehmen kann. Zumindest habe ich bisher keine. Oh, Pikachu. Was ist das denn für ein Ruf, ey? Was macht ihr mit den armen Pokémon-Rufen? Ein Pokémon kann getauscht. Was? Achso, ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wird stärker stark werden. Aber wenn du die bestimmten Arena ordentlich hast, wird es dir vielleicht nicht gehorchen. Seht ihr, das kann ich zum Beispiel gut übersetzen, weil ich mich jetzt in Ruhe mit dem Satz befasst habe. Pokémon sind solch seltsame Kreaturen. Oh, ein großes Gebäude. Oh, ein dicker Mann, der Kaffee trinkt. Den muss ich doch bei der Arbeit stören. Du kennst dich schon.
Kanntest du schon... Oh Gott. Weil du kannst von hier aus einen langen Weg in diese Richtung holen, ohne die Richtung zu wechseln. Ich könnte die sogar runterrollen. Denkst du, dass das Pokémon da auch runterrollen werden? Ich kann deinem Pokémon Walzer beibringen, wenn du möchtest. Nein, danke für das Angebot. Ach, sei doch nicht so schüchtern, lass uns rollen. Du machst mir Angst. Bitte trink einfach nur weiter deinen Kaffee und lass mich in Ruhe. Das ist ganz ein lustiges Zimmer. Da komme ich irgendwie nicht drauf, da komme ich ran. Das war eine große Perspektive, sieht so aus. Ich habe den Dialekt gewechselt. Oh, meine Pokémon sind süß. Du hast nur eins. Achso, mein Pokémon ist... Oh, da steht ja auch ist und nicht R. Mein Gott, was lese ich denn? Das ist ja eklig. Danke, das weiß ich selber. Aber wenn du willst, dann kann ich auch mit dir tauschen. Ich tausche meinen Bomi S gegen einen Bomi G, wenn du möchtest. Nein. Oh, du möchtest nicht, das ist toll. Und wenigstens ist der Ruf erhalten geblieben von dem süßen Haspirohr. Haspirohr! Ich hoffe, das klang auch gerade süß, wie ich das gesagt habe. Wenn nicht, dann ist egal. Ich kann hier mal wieder den Turbo-Treter nicht benutzen, falls ihr euch denkt, boah, du dumme Sau, renn doch mal da schneller aus dem Haus raus, ey. Ein Hydrant, ich pinkel da ran und bin nämlich wie ein Straßenköter. Was macht ihr hier? Ein Pokémon ändert sein Aussehen, ich wäre total schockiert, wenn das so wäre. Hi. Wenn ein Pokémon Erfahrung sammelt, dann verändert es manchmal das Aussehen. Ist richtig, ist mir schon zweimal passiert und das in einem Part. Namenerraterhaus, Pokémon-Namen werden bewertet. Namenerrater, Namensbewerter, Mann. Der Namensbewerter, man kennt ihn doch und ich sag Namenerrater, glaube ich. Ich bin der Namenbewerter. Ja, wegen Rater. Rater im Sinne von Raten bewerten, ich denke an Raten. Du darfst den Namen von Schildi bewerten, denn ich werde ihn jetzt umbenennen. Oh, es ist ein schöner Name, aber ich... Nein, werde ich nicht, ich habe euch verarscht, Mann. Ich habe mich mittlerweile an den Namen Schildi sehr gewöhnt und ich wäre jetzt ein bisschen perplex, wenn ich den Namen jetzt wieder wechseln würde. Was haben wir denn hier oben noch? Ich bin das Kind vom Namenbewerter. Er benennt mich alle paar Tage um, weil ihm mein Name nicht mehr gefällt. An jedes Pokémon eine besondere Fähigkeit, die ich nutzen kann. Du lebst aber ziemlich wohlig hier, ne? Du hast ein Bett, du hast einen Fernseher, du hast zwei Bücherschränke, du hast sehr viel eigentlich da oben. Und der Namenbewerter, der hat keinen eigenen Fernseher, der muss immer zu dir hochkommen, wenn er Fernsehen gucken will. Und er hat auch anscheinend kein eigenes Bett in seinem Haus. Ich will mich noch ein bisschen... Oh, hier! Oh, geheilt! What? Ich hab das nicht gewusst, Leute. Ich hab das wirklich nicht gewusst, aber das war jetzt so ziemlich eine Art Geheimnis, oder? Ich habe ein Geheimnis gelöst. Und sogar noch einen guten Ball dafür halten. Der Timerball, der müsste euch bekannt sein. Je länger man in einem Kampf kämpft, umso höher ist dann die Fangchance. Ja, da gehe ich noch nicht raus. Geht's hier oben auch noch, hier unten auch noch irgendwo weiter? Das ist auf jeden Fall ein Pokémon-Center, das die doch mal direkt mal besuchen werden, auch wenn ich das nicht in Anspruch nehmen muss, oder? Muss ich das tun? Naja, vielleicht doch. Aber erstmal rede ich mit den Leuten. Ich habe Pokémon mit meinen Freunden getauscht. Und wenn ein Pokémon noch ein Item trägt, dann macht mich das doppelt glücklich. Möchtest du einen Trip fürs Camp, wenn... wenn man unterschiedliche Arten von Pokémon aufzieht, hat man eine bessere Balance. Es ist nicht gut, nur ein Pokémon stark zu machen. Du solltest auch... Aber wenn es einen Typen Nachteil hat, dann hat man keine Chance. Stimmt nicht, ich kann das widerlegen. In der zweiten Generation habe ich nur ein Impergator trainiert. Das hatte ich dann später auf Level 79 und das konnte mich niemand mehr aufhalten. Da war ich auch 20 Level, nee, über 30 Level über der Pokéliga. Da habe ich es irgendwie hingekriegt, mit einem Pokémon das durchzuwocken, das Spiel. Hast du schon die Arena-Leiter-Herausforderung angenommen? Wenn du einen glitzernden Arena-Orden in deiner Hand hältst, dann wissen Trainer erst, was die Leute von was es bedeutet, was gefordert wird. Caitlin. Es ist eine Frau, oder? Caitlin ist doch ein weiblicher Name. Meisterin der Normal-Pokémon, aber offensichtlich nicht Meisterin der kompletten durchgängigen Großschreibung, weil das L nicht groß ist, oder zumindest sieht es so aus, aber es nicht groß geschrieben ist. Normal-Pokémon, ja, könnte interessant werden. Pokémon, das Playpix-Forschungscenter. Mache Menschen mehr vertraute Pokémon. Das sieht nach einem größeren Abschnitt der Stadt aus, deswegen möchte ich mir jetzt mal umgucken, wo ich noch mit Leuten reden kann, ja. Hab ich mit dir schon. Boah, das Pokémon mit dir. Wenn ich größer werde, möchte ich auch zu Orten mit Pokémon gehen können. Was ist das hier? Da bin ich ja gerade an der Schule schon geredet. Nein. Die Stadt, die Integration von Natur und Wissenschaft hat. Ich bin nur ein
Grunt, ein Typ, der rumschnervt oder was, irgendwie sowas. So, ich weiß, also weiß ich nicht, was der Boss denkt. Oder er ist nur so ein kleiner, einfacher Bösewicht. Aber, und bei Team Magma zu sein, habe ich schon die Chance, große Dinge zu tun. Wer bist du? Ich habe nur mit mir selbst geredet. Achso. Oh, hier gibt es ganz schön viele Häuser. Wir sehen uns im nächsten Part mal weiter hier drin um. Und dann kommt wahrscheinlich schon... Nein, da kommt dann nicht die Arena, da müssen wir erstmal Team Magma irgendwo aufhalten. So rum war das. Also bis zum nächsten Part. Tschüss!